Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Schwangerschafts-Update. Ich habe euch ja letzte Woche Freitag schon erzählt, dass ich ein neues jetzt drehen werde über den gestrigen Tag. Alles dazu und ganz viel Infos und so nach dem Intro. Viel Spaß! Ich habe hier wieder meinen Mutterpass am Start, denn den brauchen wir heute wirklich. Denn wir haben gestern sehr, sehr viele Fotos bekommen. Fangen wir einfach mal damit an, dass ich gestern wieder ungeplant beim Frauenarzt war. Und das Ganze, weil gestern einfach etwas passiert ist, wo ich sehr schockiert bin. Es geht darum, dass ich, ja, verprügelt wurde. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich will da jetzt auch keine Dramatik machen oder so. Also ich wurde in den Bauch getreten mit voller Absicht. Von wem werde ich nicht sagen und was da genau ablief, werde ich auch nicht sagen. Einfach um die Person trotz allem zu schützen. Denn das muss man im Internet jetzt nicht öffentlich machen, sowas. Ja, ich wurde wie gesagt zweimal in den Bauch getreten. Und das Ganze mit Absicht. Danach wurde ich auf den Boden geschubst, sodass mein Rücken geprellt wurde. Alles nicht so schön und auch ziemlich schmerzhaft. Mein blaues Auge ist zum Glück wieder weg. Das war nur gestern sehr präsent. Aber ja, hört sich jetzt alles wirklich sehr dramatisch an, aber das soll es gar nicht. Also mir war einfach gestern nur wichtig, dass ich zum Frauenarzt gehe und das abklären lasse, weil ich mir natürlich direkt Sorgen gemacht habe, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist und ja, was auch, glaube ich, völlig normal ist, dass man dann zum Frauenarzt geht. Wir sind nicht in die Klinik direkt gefahren, sondern wir sind einfach zum Frauenarzt. Ich habe meinen Frauenarzt angerufen, habe die Situation geschildert und einfach dann einen Termin bekommen gestern Abend und alles dazu wollte ich euch jetzt einfach mal erzählen. Ja, ich habe mich natürlich dann informiert direkt und natürlich auch auf Bewegungen von dem Baby geachtet. Als ich auf dem Boden lag, direkt hat die Kleine direkt gestrampelt. So natürlich, also habe ich das Gefühl, so nach dem Motto, Mama, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. So hat sich das irgendwie angefühlt und ja, sie war wirklich sehr aktiv danach. Natürlich kann auch sein, dass sie einfach wach geworden ist und sich dann wirklich sehr gewundert hat, was denn hier jetzt passiert ist gerade. Ich habe mir natürlich trotzdem Sorgen gemacht, ob das nicht irgendwie die letzten Tritte sein werden oder so. Und habe natürlich dann direkt gegoogelt, was alles passieren kann. Klar, das soll man nicht. Man soll wirklich nicht Onkel Google fragen nach irgendwas. Aber man weiß ja auch, dass die Plazenta sich ablösen kann und dass das Kind dann versterben kann. Oder dass es einfach abgehen kann mit einer Blutung. Und ja, man hört da ja wirklich auch wirklich sehr, sehr schlimme Sachen. Ja, ich habe dann natürlich meinen Frauenarzt angerufen. Sie hat mir dann den letzten freien Termin gegeben, den sie da hatte. Und das war gestern Abend um 5:30. Ich war dort alleine oder bin alleine hingefahren, weil Felix noch arbeiten war. Er ist zwar früher von der Arbeit gekommen und hat dann, ja, ist 10 Minuten leider zu spät gekommen, weil er sehr, sehr lange von der Arbeit zum Frauenarzt fahren musste, 1,5 Stunden, und er hatte nur knapp 1 Stunde Zeit bis zum Termin und dementsprechend ist er 10 Minuten zu spät gekommen. Ja, er hat in einem Badezimmer gewartet, während ich den Termin hatte. Ich war diesmal wieder bei meiner alten Frauenärztin. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gewechselt habe, war diesmal aber wieder bei der alten Frauenärztin, weil meine Frauenärztin nur am Vormittag Zeit hatte und ich habe am Vormittag schon angerufen und sie hat aber alles voll gehabt und nur meine alte Frauenärztin hatte, wie gesagt, einfach einen Termin frei. Den habe ich dann natürlich genommen, weil ich einfach wollte, dass ich einfach untersucht werde. So, habe dann, wie gesagt, am Telefon auch meine Situation geschildert und auch der Frauenärztin dann nochmal. Sie war wirklich super lieb diesmal. Also ich habe ja schon wirklich sehr, sehr schlimme Sachen über sie erzählt, aber sie war wirklich gestern sehr, sehr lieb und ja, wäre sie immer so gewesen, hätte ich die Frauenärztin gar nicht gewechselt. Aber sie war wirklich gestern sehr, sehr lieb, hat mir 4 Fotos ausgedruckt und war wirklich sehr, sehr offen, was mich wirklich, ja, erschrocken hat, was sie ja einfach sonst nie so ist. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Also ich bin rein, musste vorher natürlich Urin abgeben, habe davor noch die Rechnung von der Nackenfaltenmessung bezahlt. Ich weiß nicht,
Da habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht und die Rechnung war eben noch offen und die sollte ich dann beim nächsten Frauenarzttermin bezahlen. Und ich bin eben rein. Sie hat mich dann gefragt, was passiert ist. Ich habe ihr alles geschildert und sollte mich dann auch direkt hinlegen. Und dann haben wir auch direkt einen Ultraschall gemacht. Sie hat wirklich 5 Minuten lang nur die Plazenta untersucht. Sie hat zu mir gesagt, ich habe Glück, dass ich eine Hinterwandplazenta habe, sonst hätte es wirklich übel ausgehen können. Und ich war da auch schon sehr schockiert, was sie da alles für Sachen gesagt hat, was passieren kann. Und sie hatte dann eben die Plazenta untersucht, hat gesagt, hier sind keine Anzeichen von Ablösungen oder sonstiges. Und dann hat sie natürlich noch das Baby untersucht, ob das irgendwie durch einen Tritt oder so natürlich irgendwelche Schaden bekommen hat. Sie hat alle Finger, alles untersucht. Sie hat geguckt, ob der Fuß im rechten Gradwinkel ist und so. Also sie hat wirklich alles untersucht und ich war auch wirklich sehr, sehr lange drinne bei ihr. Also ich glaube, eine halbe Stunde haben wir da sicher das Baby angeguckt und haben da wirklich, sie hat wirklich alles untersucht und hat einfach so nett so mal Ultraschall, weil der am Donnerstag, wie gesagt, auch abgesagt wurde dann. Ja. Sie meinte aber dann, alles ist in Ordnung, dein Baby geht super, die Kleine hat sich auch nur bewegt, also sie hat nur geturnt und schon vor dem Frauenarzttermin habe ich gemerkt, als ich gewartet habe noch, dass sie immer getreten hat und ja, sie war einfach sehr aktiv in der Zeit und auch beim Ultraschall hat die Frau jetzt mehrmals gemeckert, dass sie sich nicht so oft bewegen soll, weil sie nicht so gut gucken konnte und ja, es waren auch wirklich ganz, ganz schöne Momente dabei. Die Kleine hat wie ein Affe auf ihrer Brust mit ihren Händen getrommelt. Das war wirklich richtig skurril und sehr, sehr süß. Dann hat sie ja die Hand in den Mund genommen. Das war wirklich auch schön. Da wollte sie gerade ein Foto von machen, die Frauenärztin. Und dann hat sie sie wieder rausgenommen. Das war wirklich sehr, sehr schade. Aber sie hat gesagt, sie kann die Babys halt auch nicht zwingen nach irgendwas. Aber das waren wirklich so ganz, ganz schöne Momente. Ja, das Geschlecht konnten wir uns leider nicht bestätigen lassen. Wir wissen ja seit dem Ersttrimester Screening, dass es ein Mädchen wird. Aber ich wollte das eben, bevor ich den Namen hier auf YouTube bekannt gebe, wollten wir es eben nochmal bestätigen lassen und allgemein, ja, nochmal eine Bestätigung, ob es wirklich ein Mädchen wird. Das wollten wir halt auch gerne nochmal sehen oder haben, die Bestätigung. Die gab es diesmal nicht, denn die Kleine saß mit ihrem Popo direkt auf meinem Gebärmutterhals. Ja, also ihr Popo direkt unten so im Hals drinne und ihre Beine nach links und der Kopf eben so oben. Und sie hat sich wirklich absolut gar nicht zeigen lassen. Wir haben nur den Bauchnabel gesehen, also da, wo die Nabelschnur eben dran ist. Das haben wir gesehen und der Rest war komplett unten abgeschnitten. Also sie hat sich wirklich überhaupt nicht zeigen lassen. Und die Frauenärztin wollte deswegen auch halt nichts sagen, weil sie hat halt eben nichts gesehen. Ja, sie hat gesagt, wir müssen jetzt hoffen, ob wir das beim nächsten Mal sehen. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, weil das ist ja dann das zweite große Screening. Und also so wie das Ersttrimester-Screening ist es eben so ein zweites Screening, was ich bei einer Frauenärztin habe. Die hat sehr, sehr gute Geräte. Und ja, da wird dann auf jeden Fall eine Bestätigung kommen. Und dann werden die auch endlich den Namen erfahren. Das wird dann leider statt Ende Oktober jetzt Ende November. Aber ich denke, so lange könnt ihr auch noch warten. So, jetzt gibt es natürlich noch ein paar Daten und ein paar Fotos von der Kleinen. Wie gesagt, es geht ihr super. Alle Finger sind dran und keine Lippenspalte, hat sie gesagt. Also hier so eine Lippenspalte konnte sie ausschließen. Sonst auch nichts, kein offener Rücken oder sonstiges. Also dem Baby geht es wirklich sehr, sehr gut. Ist mehr als zeitgemäß entwickelt. Die Kleine hat wirklich riesige Schübe gemacht, was ich so gar nicht bemerkt habe, aber die Kleine ist einfach schon 18 cm groß. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, 18 cm, einfach so hier in meinem Bauch drin. Das ist wirklich skurril. Und sie wiegt schon 250 Gramm, also 253 Gramm sogar. Also ist wirklich schon sehr, sehr schwer auch. Und jetzt zeige ich euch einfach nochmal die Fotos, die wir bekommen haben. Wie gesagt, sind es schon 4 Stück. Und noch kleine Infos, die wir bekommen haben. Ich glaube aber, da ist nichts Wichtiges. Wir waren gestern, wie gesagt, bei 17 plus 6, also heute direkt 19. Woche. Und sie hat uns nicht vordatiert, aber das macht man in der Zeit einfach nicht mehr. Aber eigentlich wäre das soweit gewesen, weil die Kleine aber auch viel zu groß ist für die Woche. Ja, jetzt zeige ich euch aber erstmal die Fotos. Erstmal das letzte Foto, was wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ihr da was drauf seht.
Aber ja, das hier, da ist ein Arm, das ist auch ein Arm, das hier ist eben so der Körper von vorne, das ist das Gesicht von vorne und ja, das Schwarze da, was ihr seht, ist ihr Mund und den hat sie eben so geöffnet. Also sie hat gerade gegähnt. Und ja, der Rest vom Gesicht ist eben abgeschnitten, aber sie hat da gerade gegähnt. Und ja, das hat sie mir dann unbedingt noch fotografieren wollen. Die Frauenärztin auch super lieb. Dann haben wir hier noch drei andere Fotos. Einmal natürlich ein ganz normales Profilfoto, wo ihr dann natürlich hier den Kopf seht, die Nase, den Mund und hier eine Hand und halt den, ja, Körper. Dann haben wir hier den Fuß. Also das war eine sehr akrobatische Leistung, was meine Kleine hier vollbracht hat, weil hier ist ihr Kopf, hier ist ihr Körper, hier ist so ihre Wirbelsäule und dann hat sie ihren Fuß irgendwie so hier hochgestreckt. Genau, und der Fuß allein, das hat die Frauenärztin uns nochmal ausgemessen, der Fuß allein ist schon 2,6 cm groß. Also vom Zeh bis zur Hacke schon 2,6 cm, wirklich ein sehr, sehr großer Fuß. Und wie ihr seht, halt eben auch im rechten Winkel, also da auch alles toppi. Und dann hat sie uns hier noch eine Hand fotografiert, einmal mit der Schulter und dann eben die fünf Finger. Das war das erste Foto und hier seht ihr auch nochmal die Plazenta, also so eine Hinterwandplazenta. Ist das hier? Ich glaube, auf dem anderen Foto. Hier sieht man die Plazenta auch nochmal. Das hier ist auch die Plazenta. Und ist wie gesagt eine Hinterwandplazenta. Und dementsprechend hatte ich auch sehr, sehr viel Glück. Wäre es eine Vorderwandplazenta gewesen, ja, hätte das wirklich übel aussehen können. Aber wir sind jetzt wirklich froh, dass es der Kleinen gut geht. Und mir geht es auch wieder relativ gut. Und es ist alles in Ordnung. Und ja, dann wäre es, glaube ich, auch hier. Ich hoffe, ich habe euch alles erklärt. Wie weit wir jetzt sind, weiß ich nicht. Der ET wurde, wie gesagt, nicht korrigiert, obwohl die Kleine einfach viel zu groß ist. Aber die Frauenärztin möchte in dieser Zeit nicht mehr korrigieren. Und mal schauen, wann die Kleine im Endeffekt auf die Welt kommt. Und wir schauen mal, was beim nächsten Termin rauskommt. Vielleicht werden wir dann vordatiert. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat die Frauenärztin gesagt, die Kleine ist viel, viel zu groß für 17 plus 6. Und auch das Gerät hat oft 20 plus 4 und 20 plus 3 angezeigt. Also wirklich, die Kleine ist wirklich sehr, sehr groß geworden. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, was beim nächsten Termin so rauskommt. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!